Es ist da. Pizza Connection 3 ist serviert. Heute erschienen, 22. März, an dem Tag, an dem ich das Video aufnehme und an dem ich es veröffentliche, ist auch Pizza Connection 3 endlich erschienen. Das bedeutet, ihr habt vielleicht mittlerweile schon eure eigenen Spielerfahrungen mit dem Spiel. Finde ich sehr interessant. Postet die doch mal auf YouTube. Denen, die das Spiel nicht haben oder noch nicht haben oder wie auch immer, schreibt denen doch so Sachen wie beispielsweise: Das gefällt mir auf Anhieb, das gefällt mir nicht auf Anhieb, ich habe schon dieser oder jenen Tipps und Tricks rausgefunden. Fände ich spannend. Schreibt das mal bitte auf YouTube. Was wir jetzt in unserem Let's Play machen werden, ich werde nicht die Kampagne weiter fortsetzen. Ich hatte euch ja die ersten, ich glaube, 5 Missionen gezeigt. Die hatte so einen Tutorial-Charakter und ist sehr simpel. Und es werden so die rudimentären ersten Spielfeatures erklärt. Da haben mehrere Leute von euch gesagt, Mensch, ist das Spiel vielleicht viel zu einfach? WB heizt hier in irrem Tempo durch die Kampagne für seine Verhältnisse und das Geld fließt in Strömen. Das würde ich gerne rausbekommen. Ob das Spiel wirklich zu simpel ist, ich glaube nämlich nicht. Und deshalb werden wir jetzt ein Freispiel starten. Wir starten in London, da, wo es jetzt zuletzt uns auch hinverschlagen hat in der Einzelspielerkampagne. Aber ich werde mir so eine richtig, richtig schwierige Herausforderung basteln. Diese drei Reiter hier oben, Anzahl der Bewohner und wie reich die sind, wie lange die Geduld noch haben, wenn sie im Restaurant eine Bestellung aufgenommen haben, die setzen sowohl uns als auch unsere KI-Konkurrenten gleichermaßen unter Druck. Das heißt, hier kann man nichts schwieriger oder leichter machen. Aber im Startbudget 30.000? Sollen wir mit 80.000 Euro starten? Nein, wir starten mit 10.000, mit einem Taschengeld. Wir haben auch keinen funktionierenden Restaurantzweig, mit dem wir beginnen. Wir starten echt bei Null, auch bei der Forschung. Da ist keine Forschung, keine Tech-Stufen, die wir schon mal gratis hätten. Nichts. Und die Siegbedingungen, die ich uns gleich einstelle, die müssen wir innerhalb von 60 Tagen gepackt haben. Sonst waren wir Nieten bei den Zielen. Bis zu 3 Zielen kann man sich stecken. Werde reich? Ja, machen wir. Wir müssen richtig Geld scheffeln. 1 Million muss zusammenkommen. Wir müssen auch viele, viele Gäste verköstigen. Sagen wir mal, also die 7.500 im Laufe von 2 Monaten, die müssen einfach drin sein. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob das klappt oder nicht. Immobilienmagnat finde ich nicht so spannend, aber unlauterer Machenschaften. Ich habe ja mitbekommen, ihr Zuschauer hat immer ein Vergnügen daran, wenn man Ganoven auf die Konkurrenz hetzt. Das machen wir. Sagen wir mal, wir müssen mindestens 10 fremde Objekte sabotieren. Und die Konkurrenz, da habe ich mir auch überlegt, ich würde gerne für jede einzelne Spielphase mir einen Konkurrenten erschaffen, der mich in dieser Spielphase unter Druck setzt. Das heißt, wir beginnen mit Rule Britannia. Die sind nämlich am Anfang richtig fies und lästig, ganz, ganz aggressiv, setzen uns unter Druck, sind auch sehr schnell. Das heißt, die müssen früh auf der Karte auftauchen und uns richtig Ärger machen und auch mal, ja, Ganoven rüberschicken und uns ein bisschen quälen. Nicht wirtschaftlich die Klügsten, machen auch nicht die besten Pizzen, aber im Early Game, da werden die richtig fies sein. Dann nehmen wir uns Roman Schack noch dazu. Der ist überall gleich stark. Das heißt, der ist fürs Mid-Game ein Herausforderer. Und dann noch für das Endgame The Outback. Die sind zwar am Anfang nicht die aggressivsten, aber die können sagenhaft gute Pizzen backen. Womöglich sogar so gut wie wir selber. Und die werden uns im Endgame unter Druck setzen. Und diese Kombination finde ich ziemlich gemein. Bin gespannt, ob wir uns darüber ärgern müssen. Rein geht's. Wir starten ins Spiel. Ich habe mir selber auch alles mich auch noch ein bisschen unter Druck gesetzt. Weil ich nämlich im Hintergrund hörte bisweilen Handwerker gleich Krach machen. Unter mir wird eine Wohnung renoviert. Auch das lenkt mich ein bisschen ab und ihr seht es nicht. Aber ich sage es euch, ich sitze hier dick eingemümmelt in eine schwere Decke und eine Wärmflasche im Rücken. Bei mir ist nämlich die Heizung ausgefallen und das bei kalten Temperaturen. Bitter. Das ist bitter. Also noch ein extra Kick hier oder eine extra zusätzliche Herausforderung für mich. Widerstehe der Kälte. WB. So. Jetzt ist die Frage, mit welchem Restaurant starten wir? Ich klicke mal die Restaurants durch. Ich glaube, wir werden ja sicher mit einem kleinen Restaurant starten, uns wenig Leute nur gönnen können. Und deshalb suche ich mal gezielt nach einem Bonzen-Restaurant, wo die reichen Leute kommen, die aber bereit sind, auch sündhaft teure Pizzen zu zahlen. Ja, Preis bis, den können wir locker 60 Euro für eine Pizza raushauen. Wir müssen allerdings viel verschiedene Zutaten haben. Das ist riskant fürs Lager, aber das ist vielleicht zum Start eine richtig schöne Herausforderung,
Das werden wir machen. Also wir suchen eine Bonzen-Gegend. Am besten eine, wo gleichbleibend Bonzen kommen. Also nicht nur morgens viele, abends viele und zwischendurch wenige. Wir werden nur wenig Platz haben im Restaurant. Wir können das ja noch nicht ausbauen. Also wir suchen einen Standort, wo gleichmäßig, hier zum Beispiel, gleichmäßig viele Bonzen kommen. Das ist doch schon mal einer. Celebrita liegt unten rechts in der Minimap. Okay, das merken wir uns mal. Mal gucken, ob wir noch was Besseres finden. Das ist auch ganz okay. Das ist nicht gut. Das ist zu punktuell. Die kriegen wir nicht durchgefüttert. Ja, das machen wir. Das pachten wir hier an und checken auch mal die anderen Zielgruppen hier. Wie sieht es aus mit Gruftis? Autsch. Das können wir knicken. Studenten? Arbeiter? Ja. Also Studenten ist natürlich verlockend, aber die bringen uns anfangen kein schnelles Geld. Hier, die geben höchstens vielleicht 15 Euro aus für eine Pizza. Da können wir pro Gast nur wenig Profit machen. Wir setzen wirklich auf die Bonzen. Wir mieten einen Celebrita an. Ja, aber doch nicht unter diesem Namen. Das geht ja ganz und gar nicht. Das ist die leckere Bulls-Bonzen-Falle hier. Zack, und schon ist das erste Geld weg. Und wir haben ein paar Probleme. Die Checkliste verrät es uns. Ja, wir brauchen unter anderem, also mal abgesehen von Inneneinrichtungen, brauchen wir natürlich erstmal eine Pizza. Also wir brauchen eine richtig gute Bonzen-Pizza. Und was, ich glaube Bonzen, das sind so ein bisschen edle Leute mit Sinn für Kunst. Denen geben wir eine Dreieckspizza. Und jetzt checken wir mal, was die Bonzen gerne hätten. Also die Bonzen in London hätten gerne Früchte. Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich persönlich, Früchte auf Pizza, ist egal. Das ist jetzt halt, der Gast ist König und nicht ich. Also Früchte und Gemüse, ganz, ganz wichtig. Vielfalt wird auch groß geschrieben. Belagdicke mäßig. Früchte und Gemüse. Und bei Vielfalt auch noch mit Abstrichen Fisch. Der Rest ist einfach nicht so wichtig. Okay, alles klar. Eine Bonzenpizza bitte. Früchte kommen drauf. Entschuldigt bitte. Der Gewinn gleich, der geht ja über Prozente. Das heißt, es macht durchaus Sinn, teure Zutaten drauf zu machen, weil dann, wenn wir jetzt Datteln zum Beispiel oder Avocado. Datteln sind, glaube ich, am teuersten oder Trauben. Es geht ja hier nach Gramm. Datteln sind am teuersten. Wir machen Datteln drauf, weil das kriegen wir dann mit den Prozenten den meisten Profit raus. Wir raspeln ein paar Datteln. Ach, das ist nicht hübsch. Entschuldigt, aber das geht hübscher. So. Damit fangen wir erstmal an. Fangen wir mal ganz, ganz klein an. Das sind die Früchte. Jetzt haben wir noch eine andere Fruchtsorte. Die wollen hier Vielfalt haben. Und die Sternfrucht, die ist richtig teuer, ne? Ja, die nehmen wir auch noch. Aber nicht so ganz, um Gottes Willen. Aber so ein paar verteilt. Das sieht auch hübsch aus. Das sieht total nett aus. Dann holen wir uns noch Gemüse drauf. Gemüse ist hier links. Was ist das teuerste Gemüse überhaupt? Seealgen. Eine Seealgen-Sternfrucht-Datteln-Pizza. Ja, warum nicht? Was sagt der Bonze dazu? Oh, da müssen wir mehr ins Geld. Da müssen wir noch richtig Geld raushauen. Pizza ist mir zu teuer. Zu teuer? Wieso ist die zu teuer? Nee, mittlerweile ist das okay.
Also ich denke mir, da muss mehr Belag auch drauf. Das ist ja noch zu wenig. Was haben wir? Datteln, Sternfrucht, Seealgen, dann noch ein Gemüse. Die wollen ja Vielfalt, wird ja groß geschrieben. Was ist das zweiteuerste Gemüse hier? Gemüse ist per se nicht so teuer. Steinpilze, natürlich, damit können wir Reibach machen. Steinpilze kommen drauf. Okay. Ein bisschen Fisch, nicht so viel Fisch, aber etwas Fisch. Haben wir richtig teuren Fisch? Was ist der teuerste Fisch? Die Flunder, ne? 25 Gramm, 63. Herzmuscheln sind auch teuer pro Gramm. Teurer als Miesmuscheln auf jeden Fall. Schrimps. Na, Flunder oder Herzmuscheln? Das ist also Seealgen. Wir machen Flunder drauf. Oh, das ist mir... Nö, ich finde dich nicht so hübsch. Ich finde die Herzmuscheln hübscher. So ein paar ausgesuchte Herzmuscheln drauf. Ob das klappt? Verkaufspreis bis 34. Ist die Vielfalt groß genug? Die Zutaten mag der Bonze, die Belagmenge mag er nicht. Ist es zu viel oder zu wenig? Gute Frage. Ich hau mal einfach von irgendeiner Zutat nochmal richtig viel drauf. Zum Beispiel von den Herzmuscheln und dann checken wir das mal. Also, ich tue einfach nur mal ein paar Herzmuscheln drauf und dann gucken wir mal, wie sich das links verändert. Jetzt ist sie okay, es war zu wenig, alles klar. Das heißt, wir nehmen die letzten beiden weg und verteilen noch ein paar von den sündhaft teuren Herzmuscheln hier. Dann nehmen wir aber auch noch ein bisschen was von den Sternfrüchten. So nicht. Weil die sehen doch echt hübsch aus. Da können wir auch noch ein paar draufpacken. Jetzt ist die Belagmenge sogar perfekt. Das ist ja ein Ding. Dann lass uns doch noch die Steinpilze auch noch mehr drauf tun und Datteln. Ich mache mal eine Sternfrucht wieder weg. Und dann holen wir uns die Datteln. Und die machen wir so ganz klein drauf. Und dann packen wir noch ein paar Steinpilze und Seealgen drauf. Paar dickere Brocken? Nein. Die haben keine Gewürze. Ist das echt? Soll man keine Gewürze draufbacken? Das ist die Frage. Mag der den die mehr oder weniger, wenn wir die Gewürze draufgepackt haben? Schwer einzuschätzen. Und wir verzichten mal auf Gewürze. 60 Euro, ja, das ist okay. Damit können wir arbeiten.
Das ist die Pizza Krösus. Ich glaube, da kapiert jeder sofort, worum es da geht. Jetzt gehe ich mal rein und check mal, was passieren würde. Wir können die Zufriedenheit noch nicht sehen, weil wir keine Marktforschung haben. Wir haben echt nichts. Wir können nur raten, dass das eine Pizza ist, die unsere Leute lieben werden. Und hoffen, dass das klappt. Bevor wir in die Marktforschung reingehen, also nochmal hier, das sind die Bonzen. Gehe ich mal rein. Ja, wo sind die wenigsten Bonzen? Wann kommen die wenigsten Bonzen? Wir müssen uns auch überlegen, wann das Restaurant zu haben. Von 9 bis 15 Uhr. Von 9 bis 15 Uhr, da machen wir am wenigsten. So. Jetzt brauchen wir ja noch einen guten Grundriss. Das sollte eigentlich reichen. Na, ich mag lieber zwei gleich große, die größten, und eine kleine Küche. Ja, das ist es. Mhm. So, und wo liegen wir? Mal überlegen, wo kommt also der, die Gäste kommen wahrscheinlich von hier. Das heißt, das ist der Speisesaal. Lager muss schön groß sein. Und Küche. Okay. Dann werfen wir nochmal einen Blick in das, was die Bonzen lieben. Ich hoffe, wir haben uns nicht verpokert. Ich will es echt hoffen. Sie hätten gerne klassische Einrichtung. Mehr haben wir ja nicht. Innenarchitekten beauftragen. Bonzen, die einzige Möbelqualität. Das Geld reicht nicht aus. Der wird das nicht gebacken kriegen. Boah, wir müssen echt knapp kalkulieren. Haben wir die Möglichkeit, ich habe das doch mal gehört, es ginge angeblich, einen Kredit aufzunehmen. Wollen wir das mal checken? Ja, wir können Kredite aufnehmen. Wie viel? Oh, sogar eine ganze Menge. Das ist gut. Dann nehmen wir mal 20.000 auf. Architekt. Bonzen Möbelqualität 13.000, okay. Sieht hübsch aus. Alles gut. Alles bestens. Dann brauchen wir noch bei den Öfen. Was war das nochmal? Rustikal, ne? Klassisch, okay. Ein oder zwei. Kosten 1.000. Wir wollen mal nicht kleckern. Wir machen mal zwei. Ein paar klassische Lampen. Damit die Leute sich echt wohlfühlen. Mehr können wir ja nicht. Das alles andere ist noch nicht erforscht. Okay. Puh. Dann brauchen wir jetzt natürlich noch Personal. Menükarte, alles klar. Hoffentlich geht das gut. 5 Zutaten. Mhm. Wir nehmen die Besten vom Besten für die Bonzen.
Neil James. Achso, welche Schichten, was hatten wir gesagt? Nicht von 9 bis 15. Das wäre aber der Höhepunkt für die Studenten, falls wir die zwischendurch auch abgreifen wollen. Aber die würden sich so eine Pizza nicht... Wir können noch eine zweite Pizza für die Studenten gleich machen. Wenn wir nicht viel mitverdienen, aber etwas. Ich mache mal die beiden Gruppen hier an. Also bei den Studenten ist nichts los von 18 bis 6. So, von 3 bis 9. Ah, das ist auch blöd. Bis 24, sollen wir den Zeitraum wegnehmen? Ja. Wir nehmen den Zeitraum 18 bis 24 weg. Also. Daniel James. Wie viel Uhr haben wir im Augenblick? 10 Uhr. Drei Köche. Sagen noch mehr, können wir uns noch mehr Köche leisten? Wir machen das. Ich will es echt wissen. Servicekräfte. Und ganz wichtig, Lagerdienst, Botenjungen. Einer, der uns jetzt sofort hilft. Den packen wir in diese Schicht hier. Zwischen 18 und 24 Uhr wird jemand auch nochmal kommen und hier alles auffüllen. Es geht schon ins Geld und vor allem, wir haben ja eine miserable Zutatenqualität, weil wir die Lagerhäuser noch nicht erforscht haben. Das ist schon heftig. Und da werden wir auch mit 3-3 nicht auskommen. Das wird nicht funktionieren. Wenn wir noch eine zweite Pizza für die Studenten machen wollen. Noch einen zweiten Kredit. Wir müssen ja die ganzen Zutaten auch kaufen. Die werden sich auch nicht unbedingt wohlfühlen, die Studenten, da wo sie hinkommen, aber wir machen das mal. Tägliche Rückzahlung 3000, das ist heftig. Mann, Mann, Mann. Also wir brauchen noch eine zweite Pizza, eine Studentenpizza. Was hätten die Studenten gerne? Die hätten gerne auch Fleisch hätten die gerne. Oh, das ist anders als das eben. Fleisch. Dann noch Gewürze. Ah, das wird schwierig und Gemüse. Die kriegen wir nicht. Das ist... Ah, das wird schwierig. Das sind ganz andere Zutaten. Vielfalt brauchen sie wenig. Belagdicke gering. Wir könnten von den anderen Zutaten... Früchte mögen sie gar nicht. Wir könnten das Gemüse übernehmen. Fisch wollen sie auch nicht. Wir könnten also nur das Gemüse übernehmen. Wir müssten eine Gewürzzutat mit draufknallen und einmal viel Fisch. Fisch? Habe ich Fisch gesagt? Fleisch. Entschuldigt bitte. Fleisch natürlich, klar. Also irgendwie viel Fleisch, das Gemüse von eben übernehmen und Gewürze. Und die werden überhaupt nicht zufrieden sein mit der Einrichtung und auch nicht viel Latzen. Das funktioniert.
Also eine einfache Studentenpizza. Wir übernehmen beim Gemüse. Wo haben wir das Gemüse? Hier vorne. Übernehmen wir mal die Seealgen. Die hatten wir eben auch. Ja, dann braucht man ein anderes Gewürz. Studenten mögen doch fast alle Knoblauch, oder? Denke ich mal. Und dann noch eine Fleischsorte. Was passt denn zu Seealgen? Tofu. Also wenn irgendjemand... Studenten lieben Tofu? Ich glaube viele. Vegane Wurst auch. Wir packen Tofu drauf. Die Belagmenge reicht aber noch nicht aus. Wir packen mehr Seealgen drauf. Das ist schon witzig, ne? Die lieben Fleisch und unter Fleisch wird Tofu angeführt. Das ist schon ein bisschen schräg. Jetzt perfekte Belagmenge, okay. Verkaufspreis. Was ist das? Höchstens 20. Höchstens 20 Euro. Eher 15. 16. Damit können wir arbeiten. Das ist die... Wir sind hier in London. Das ist die Pizza University. Ob das jetzt so klappt? Lieferpriorität ein bisschen geringer als bei der Bonzen Pizza. Wir wissen warum. Und das muss jetzt auch reichen. Und das bisschen Geld, was wir haben, in welche Forschung stecken wir das? Ohne die Lagerhäuser können wir die Zutatenqualität nicht verbessern und die Bonzen werden auf Dauer nicht happy sein. Dauert nur 6 Stunden am Anfang, machen wir. Ja, machen wir. So, und jetzt bin ich sehr gespannt. Lass ja mal die Zeit laufen. Wie sich das hier so entwickelt. Ihr seht ja übrigens, Bulls beste Pizza heißt unser Unternehmen. Und ein kleines Männchen darüber, was mir ein bisschen ähnlich sieht, finde ich zumindest. Ich gebe mal ein bisschen Gas, damit wir sehen, wie das Lager sich erfüllt. Da kommen die ersten Bonzen. Haben noch nichts zu essen. Die werden nicht zufrieden. Ja, bislang gammelt das Personal ja nur rum, ne? Da kommt die erste Pizza. Mhm. Und was hält sie davon? Oh, wir haben das erste Konkurrenz. Ich hatte ein super Serviceerlebnis in Bulls Bonzen Pfanne. Pizza-Bewertung auch okay. Es klappt. Es klappt, die ersten Gelder kommen rein. Und die geben ja richtig gut Geld aus. Jetzt werfen wir mal hier einen Blick. Wie sieht das mit den Studenten hier aus? Ein Grufti ist hier. Ein Turi ist hier, okay. Und selbst die mögen das hier. Da, wir haben Glück. Das sollte funktionieren. Die Köche haben keine Zutaten. Ich habe zu viel Personal hier. Für noch zu wenig Leute. Aber es klappt. Der Anfang ist gemacht. Die erste Forschung ist bald beendet.
Und ihr seht ja, wie die Bonzen sich hinsetzen. Ich bin vorsichtig optimistisch. Marktforschung hätte ich natürlich auch gerne abgeschlossen, damit wir den Leuten auch beim Pizzabacken besser alles zugucken können und so direkt wissen. Aber die sind zufrieden. Die Leute sind zufrieden. Ihr Lieben, das war der erste Einstieg hier in dieser Zufallskarte. Ihr seht links in der Minimap, die Konkurrenz ist mittlerweile auch da. Oder sind wir das? Ah, wir sind das hier, Gott sei Dank. Ich dachte schon, die Konkurrenz wäre mittlerweile auch hier. Noch haben wir das Spielfeld, noch haben wir London für uns alleine. Aber nicht mehr lange. Hier ist unser Restaurant. Ja, nächste Folge kommt bald. Und bin mal gespannt, wie das so läuft unter so erschwerten Bedingungen hier auf einer solchen Map. Und ob wir hier... Die Geld fließt im Augenblick gut rein, ob wir das hier gebacken kriegen. Das war ausnahmsweise mal ein Karlauer auf Weltstadtniveau, den ich hier produziert habe. Ich klopfe mal selber auf die Schulter. Bis bald, ihr Lieben. Macht's gut, euer WB.